Ich präsentiere in diesem Video drei Qualitätsaktien, die im Kurs zurückgekommen sind, die jetzt also günstiger zu haben sind als noch vor kurzem, die ich auf meinem persönlichen Kaufzettel auch habe und ich verrate dir am Ende, wo bei mir das Kauflimit steht. Das ist Thorsten Tiedt, ich bin der Gründer des Aktienfinders mit über 120.000 Mitgliedern. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und bevor wir jetzt zur ersten Aktie gehen, sage ich noch, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Also los geht's. Und zwar die erste Aktie wäre McDonald's. Kennt natürlich jeder. Die Aktie ist runtergekommen, wie ich es ja versprochen hatte. Gucken wir jetzt mal Year to Date an. Hat der Aktienkurs 13% verloren. Auch auf Jahressicht sind wir mit 10% im Minus. Auf 5 Jahressicht dann sind wir im Plus, auf 10 Jahressicht fängt es langsam an, wirklich Spaß zu machen, auf 15 Jahre noch mehr und auf 20 Jahressicht haben wir sogar einen Ten-Bagger. Aber hier sehen wir hier die Gewinnentwicklung oder die Kursentwicklung auf Jahressicht auf jeden Fall unbefriedigend. Was ist passiert? Vorher gucken wir uns noch die Dividendenrendite an, denn wenn der Aktienkurs fällt, dann steigt bei Qualitätsaktien, die ihre Dividende trotzdem steigern, die Dividendenrendite. Die liegt jetzt bei 2,5%. Noch vor kurzem gab es unter 2%, vor einem Jahr ungefähr. Und die Dividendenrendite soll ja weiter steigen, sodass dann auf den aktuellen Aktienkurs bezogen die Dividendenrendite so in 2,5, 3 Jahren bei 3% liegen sollte. Wir haben hier den Qualitätscheck. Da sehen wir nochmal, wie gut die Aktie ist. Nichtsdestotrotz, es gibt Gegenwind. Was ist der Gegenwind? McDonald's erhöht die Preise relativ aggressiv, trotz des angekündigten 5-Dollar-Menüs. Steigende Preise wiederum führen bei eng geschnallten Gürteln zu Kaufzurückhaltung. Und deshalb waren die Same-Store-Sales, die zweistellig gewesen sind, die längste Zeit bis ins zweite Quartal letzten Jahres waren sie zweistellig, da waren sie noch bei 11,7%. Immer weiter jetzt so gegangen, in den letzten Quartalen liegen momentan bei nur noch 1,9% im letzten Quartal. Und laut Management sollen die zwar wieder steigen, aber keineswegs mehr dahin, wo es mal war. Sie sollen ungefähr sich bei 2,5% einpendeln. Also von 10% plus auf 2,5% runter. Das ist natürlich keine gute Nachricht. Das würde zu einer Gewinnverlangsamung führen, deutlich, und dann zu einer Neubewertung der McDonald's-Aktie. Jetzt, wie steuert das Management gegen, außer mit 5-Dollar-Menüs, wo aber das schon in die Same-Store-Sales quasi eingepreist ist? Man versucht zusätzliches Wachstum generieren, insbesondere durch neue Restaurants. Man will da ein Wachstum haben pro Jahr von ungefähr 4 bis 5%. Die meisten dieser Restaurants werden ja im Franchise betrieben. Das heißt, McDonald's geht dann hin und bekommt nicht nur Lizenzeinnahmen von den Franchise-Nehmern, also von deren Umsätzen quasi, die sie was abzweigen, sondern sie kaufen auch die meisten der Immobilien. Sie besitzen rund 6 von 10 Immobilien, also Restaurants selbst, und generieren dann auch noch Mieteinnahmen. So, McDonald's, ein halber Ried fast, könnte man sagen. Und mit diesen Same-Store-Sales, die dann so knapp 3% wachsen sollen, und dann den Restaurants, die um 4 bis 5% wachsen sollen, versucht man dann eben entsprechend doch noch ein schönes Wachstum zu generieren. Und da gehen wir jetzt gleich mal. Wir können kurz gucken, ob die Dividende sicher ist, der Vollständigkeit halber. Hier freier Cashflow, hier bilanzierter Gewinn. Ja, sie ist sicher, okay? So, jetzt gehen wir weiter zu den Multiples. Und hier sehen wir das KGV beruhend auf dem bereinigten Gewinn. Ich glaube, beim bilanzierten Gewinn sieht es leicht anders aus. Wir machen den bereinigten Gewinn. Hier haben wir Corona. Das heißt, weil da der Gewinn runterging, im Rahmen der Lockdowns, ist dann das KGV hochgesprungen. Das müsste man ignorieren. Das aktuelle KGV liegt hier bei ungefähr 22. Und man sieht, dass wir oft deutlich drüber waren. Momentan sind wir unter dem Durchschnitt, wobei im Durchschnitt auch das hier drin ist. Man sieht hier, dass die Gewinne weiter steigen sollen, wie sie das erreichen wollen, trotz der niedrigen Same-Store-Sales, habe ich ja gerade versucht zu erklären in aller Kürze. Und das liegt schon also
eine relativ faire bis günstige Bewertung. Na, gehen wir mal in den fairen Wert rein und schauen uns das Ganze ein bisschen näher an. Nehmen wir auch hier den bereinigten Gewinn und dann den fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn. Ich zoome ein bisschen rein. Und da haben wir auch hier das hohe KGV, was wir gerade eben gesehen haben. Übrigens, also das da, erfolgreich als Outlier identifiziert. Das heißt, das fließt hier nicht in die durchschnittliche, in die Berechnung des durchschnittlichen KGVs hier von 22,4 mit rein. Durchschnittlich war die Aktie also in den letzten 10 Jahren bis auf dieses Geschäftsjahr hier mit einem 22er KGV bewertet. Momentan liegt das KGV bei 21,5. Das heißt, die Aktie wäre dann hier schon leicht unterbewertet tatsächlich. Ich würde jetzt hier noch hingehen, aber ein bisschen vorsichtig und das KGV nach unten abjustieren, weil der Gegenwind mit diesen Same-Store-Sales, die deutlich niedriger ausfallen, ist definitiv gegeben. Und ob diese Ausweichstrategie mit wir eröffnen jetzt neue Restaurants und dann werden wir schon den Gewinn halten, doch mit etwas Risiko behaftet ist. Ich reduziere das KGV mal von 22,4 auf 20. Und dann wird aus der leichten über eine leichte Unterbewertung, also jetzt liegt der faire Wert niedriger als der Aktienkurs, oder andersrum ausgedrückt, ist einfach zu verstehen, der Aktienkurs liegt jetzt über dem fairen Wert. Und jetzt hätten wir also eine Renditeerwartung, wenn ich jetzt bis dahin gehe, wo zuverlässig Analystenschätzungen vorliegen. Hier sind, haben wir eine eingeschränkte Aussagekraft, dass wir noch drei Analysten sind. Da hätten wir jetzt eine Renditeerwartung von 6,7%. Und das wäre mir jetzt noch zu wenig, um die McDonald's-Aktie zu kaufen. Ich würde jetzt hingehen, hier haben wir die Bewertungslinien und ich habe mir gesagt, hier, wenn wir jetzt zum Beispiel bei 245 Dollar wären, also die Aktie würde noch ein bisschen runterkommen, dann würde die Rendite schon bei 8,7 liegen und ich habe da jetzt ein Kauflimit gesetzt. Ich habe es vorher extra gelöscht, dass man es nicht gleich sieht, damit das Ganze spannend bleibt, bei 240 US-Dollar. So, jetzt ist es wieder drin. Dann kriege ich hier automatisch eine E-Mail und kann ich mir das Ganze nochmal angucken. Dann kaufe ich natürlich nicht blind, sondern ich gucke mir das Ganze nochmal an und evaluiere das nochmal. Das wäre die erste Aktie. Die zweite Aktie, die ich für interessant halte, das ist Accenture. Die sind auch runtergekommen. Das ist eine Consulting-Firma und die Megatrends, die Accenture in die Karten spielen, sind einfach, dass die ganze IT und alles, was da dran rumhängt, immer komplexer wird. Jetzt haben wir ja noch die KI-Revolution und da wollen Unternehmen natürlich dringend beraten werden, wie sie das Ganze nutzen können, um konkurrenzfähig zu bleiben. So ein bisschen auch was, wo Bechtle von profitiert, die ich ja vor kurzem, glaube ich, auch schon mal vorgestellt hatte. Wenn wir uns jetzt mal die Performance angucken von Accenture year to date, ist die Aktie hier ähnlich wie McDonald's um die 13% gefallen year to date. Auf Jahressicht allerdings ist die Aktie bereits gestiegen und wenn wir mal weiter zurückgehen, ja 15 Jahre zum Beispiel, dann haben wir hier schon den 10-Bagger. Im Qualitätscheck macht die Aktie auch einen sehr, sehr soliden Eindruck. Wie ich finde, ist die Dividende sicher. Tun wir noch den freien Cashflow wieder einblenden? Ja, würde schon sagen, ist kein Fall für eine Dividendenkürzung. Die Dividende selbst, die liegt jetzt bei 1,6%. Vor kurzem gab es noch 0,9%, sogar weniger, ist also auch deutlich über dem Schnitt der letzten 12 Monate mit 1,4% und soll natürlich auch weiter steigen. Hier hätten wir dann sogar also über 2% in gut 2 Jahren. Persönliche Dividendenrendite wäre das wieder. Warum ist der Aktienkurs jetzt gefallen? Obwohl zum Beispiel die Bookings, das sind die künftigen Umsätze, gemessen an allen neu generierten Aufträgen, einen sehr guten Wert haben, den zweitbesten Wert in der Unternehmensgeschichte überhaupt, ist einfach die Furcht, dass die Kunden ihre Budgets kürzen werden, ihre IT-Budgets, ihre Beratungsbudgets und sind da halt hohe, auch, ja, sage ich mal, makroökonomische Unsicherheiten. Ihr wisst es ja selbst. Also aber mehr Furcht und noch nicht unbedingt, das hat sich jetzt noch nicht wirklich manifestiert, im Gegensatz beispielsweise zu dem, was bei
McDonald's passiert ist. Und jetzt gucken wir uns mal die Multiples hier an. Und da sehen wir hier, dass die Aktie teilweise bewertet war mit einem KGV, was an die 40 gekratzt hat. Und bis vor kurzem ist die Aktie nochmal gestiegen auf über 30. Und jetzt ist die Aktie wieder gefallen und haben hier einen KGV von um die 23. Sieht noch nicht, liegt noch leicht über dem Schnitt, aber es kam schon deutlich runter. Und die Analysten prognostizieren ja weiteres Gewinnwachstum. Und hier würde dann die Aktie relativ eindeutig in die Unterbewertung reinlaufen. Schauen wir mal, was mit der Renditeerwartung jetzt auf sich hat. Und wann ich die Aktie dann für kaufenswert halte. Hier nehmen wir den bilanzierten Gewinn und nicht den bereinigten Gewinn als Grundlage für Berechnung des fairen Werts. Gibt sich nicht viel, wie man hier sieht, aber haben mehr Leute, also mehr Analysten geschätzt, den fairen Wert basierend auf dem bilanzierten Gewinn. Eigentlich müsste ich sagen, den bilanzierten Gewinn haben mehr geschätzt, den fairen Wert berechnen wir ja selbst. Okay, schauen wir uns mal die Renditeerwartungen hier an, out of the box, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs, wie das wieder dahin, wo viele Analysten geschätzt haben, dann wäre das eine Renditeerwartung von jährlich 7,7%. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Wachstum sich so verhält. Wir haben hier das Wachstum basierend auf dem, hier ist es in der Zeile, das Wachstum des bilanzierten Gewinns. Und da kann man eigentlich keine Verlangsamung über den Zeitverlauf feststellen. Ist im Prinzip, ein bisschen salopp gesagt, Business as usual. 7, also deshalb mache ich ja auch keine Korrektur. Aufs Jahr 7,7% ist ungefähr, also gute Marktrendite, sage ich mal, mit einer Qualitätsaktie. Ich würde jetzt aber noch hingehen und guck mal hier bei um die 270 US-Dollar, was dann die Renditeerwartung wäre, dann wäre, lege sie schon bei um die 13% und die 270 US-Dollar sind auch tatsächlich das Kauflimit, was ich hier eingetragen hatte und wieder eintragen werde. Also das wäre Accenture, die allerdings aus Irland sind. Da gibt es ein kleines Quellensteuerproblem, sage ich mal, nochmal am Rande erwähnt. Aber die meiste Performance holt man bei der Aktie ja deutlich, sieht man hier nochmal langfristig, nicht über die Dividende raus, deren Anteil an der Performance liegt bei lediglich 12%, sondern 88% von Kursgewinnen. So, dann wären wir jetzt bei der letzten Aktie angekommen und ich denke, die kennt auch schon jeder. Moment, ich muss hier reinschreiben. Und das wäre LVMH. Auch die Aktie ist wieder zurückgekommen. Wir haben hier auf Jahressicht tatsächlich noch positiv. Wir sind hier also 4% gestiegen. Aber wenn wir hier mal gucken vom Zwischenhoch diesen Jahres von 873 Euro, da sind wir dann auch die 13%, die wir vorhin auch schon hatten bei den beiden anderen Aktien, quasi im Minus, inklusive einer Dividendenzahlung. Man könnte das auch so machen und dann wird es hier auch nochmal alles schön angezeigt. Ja, LVMH, die hatten ja für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres relativ schwache Zahlen gemeldet gehabt. Da ist das organische Umsatzwachstum um 3% geschrumpft, das organische Umsatzwachstum, und die Umsätze global sind sogar im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht zurückgegangen, ungefähr 2%. Alle Segmente waren notleidend, wobei Wines and Spirit, was ein relativ kleines Segment eigentlich ist, Gott sei Dank, da ging es richtig zurück, ist zweistellig geschrumpft. Und der Hauptgrund liegt natürlich nicht an LVMH, sondern an auch Kaufzurückhaltung, insbesondere in China. Und auch da wieder der Verweis auf die schwierige makroökonomische Situation, die Spannungen mit Taiwan ist auch insbesondere und die chinesische Wirtschaft, die den Motor etwas stottert, wo man dann auch nicht weiß, wie es mit den Verbraucherausgaben weitergehen wird. LVMH aber an sich ist der Primus in der Luxusbranche, deutlich besser performant und effizienter als Kering, Hermes oder gar, wie heißen die? Blueberry? Naja, die aus England, ihr wisst, wen ich meine. Burberry, die ja richtig notleidend sind. Also gut gefülltes Unternehmen, für mich durchaus interessant.
Natürlich auch hier Dividendensaldo, die Dividendenrendite jetzt bei 1,7%. Auch hier wieder, da gab es mal vor ungefähr 3 Jahren weniger als 1% Dividende und hier dynamisches Dividendenwachstum angekündigt, 2,5% persönliche Dividendenrendite dann Anfang 2027, wenn es so kommt. Ihr habt ja die ganzen Kennzahlen auch nochmal hier bezüglich Dividendenwachstum etc., wie ihr danach auch schön nach Aktien suchen könnt. Qualitätscheck, nochmal gucken, wie weit die Dividende gedeckt ist, sieht man hier allein grafisch. Hier oben haben wir auch die Ausschüttungsquoten hier auf den freien Cashflow 43, auf den freien Cashflow 56 und auf den bilanzierten Gewinn 43%. Aber wenn man das hier grafisch sieht, da inklusive Prognosen, kriegt man auch schon einen guten Eindruck. Da braucht man die genauen Zahlen eigentlich gar nicht mehr zu haben. So, gucken wir uns mal die Bewertung an, die Multiples. Auch hier wieder der Corona-Boost des KGVs, weil aufgrund der Lockdowns die Geschäfte geschlossen haben, der Gewinn einbrach. Können wir nachher mal wieder gucken, ob das bereinigt wurde automatisch bei der Durchschnittsberechnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Und kommt immer darauf an, ob der Algorithmus das finden konnte oder nicht. Und dann haben wir hier, wie wir sehen, immer mal wieder Übertreibung, Untertreibung, Übertreibung, also richtige Wellenform, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das hier das durchschnittliche KGV, durchschnittliche Multiple hier, KGV ist auch richtig, den fairen Wert symbolisieren würde. Und dann haben wir hier schön sinkende prognostizierte KGVs aufgrund voraussichtlich weiter steigender Gewinne. Jetzt gehen wir mal hin und gucken uns dann hier den fairen Wert der Aktie an, inklusive Renditeerwartung. Und hier nehme ich wieder den fairen Wert beruhend auf dem bereinigten Gewinn. Hier gab es keine Outlier Detection quasi, hier hat es leider nicht gereicht. Da müsste man dann noch mal ein bisschen nachjustieren und das werde ich jetzt auch gleich machen. Wir sehen hier erstmal, dass wir basierend auf der Plain Vanilla Durchschnittsberechnung des durchschnittlichen KGVs genau jetzt den fairen Wert quasi erreicht haben mit dem Aktienkurs. Ich gehe hier noch aber ein bisschen runter. Zum einen, weil wir hier ein relativ hohes KGV haben, was nicht repräsentativ ist, was aber in die Durchschnittsberechnung reingeflossen ist. Und zum anderen, ja, wir haben schon erhöhte Unsicherheiten. Ich habe es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, makroökonomisch. Deshalb würde ich mal sagen, ich korrigiere das auf 22 runter. Vorher gucken wir uns aber noch an, was die Renditeerwartung ist bei dieser Aktie. Bei jetzt 11,4%. Einfach so, out of the box, mache ich jetzt mal das hier, 22er KGV, dann hätten wir noch eine Renditeerwartung bis Ende 2026 von 6,4%. Hätte sich dann also quasi fast halbiert tatsächlich. Ab wann wäre jetzt so die Aktie für mich kaufenswert? Haben wir die Bewertungslinie wieder hier mit einblenden. Da haben wir hier dann bei 690, bei 660 Euro beispielsweise, verbinden wir es mal. Uns die Renditeerwartung an. Das wären dann hier 12%, was schon ja, relativ gut ist für 2,5 Jahre, jeweils pro Jahr 12% zu kriegen. Das wäre die Renditeerwartung bei den 660 Euro. Ich habe mir jetzt hier mal ein Kauflimit gesetzt bei 680 Euro. So, das sind drei meiner Kauflimits, ich habe noch mehr davon im Aktienfinder. Könnt ihr ja, jetzt wisst ihr ja, wie es geht, könnt ihr selber reinmachen. Und das würde mich natürlich interessieren, welche Aktien, Qualitätsaktien bitte, hältst du für kaufenswert? Bei welchem Kurs? Schreib es mal gerne rein unten in die Kommentare. Und natürlich, was hältst du von den drei Aktien, die ich dir vorgestellt habe? Und wo würdest du da eventuell das Kauflimit setzen, falls du diese Aktien für kaufenswert halten würdest? So. Danke fürs Zuschauen. Wie immer, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ciao.